Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Was spiele ich gerade? Kurz den Namen vergessen, Dark Souls. Ich war so gerade Jurassic World, nein. Theme Park, was? Nein. Habe ich doch nicht mal angefangen zu spielen. Würde ich auch nicht. Also nicht, dass ihr denkt, dass ich jetzt Theme Park spiele. Aber ich habe letztens davon ein Video gesehen. Blauer Brocken, grauer Brocken. Deswegen war ich so auf Theme Park. So, oder Theme Park. Besser gesagt. Ich will ja hier kein Noob sein. Schon 50.000 Kommentare. Das heißt Theme Park, du Arschloch! Oh. Okili. Ist das der Boss? Werde ich hier gleich sterben, weil ich den Ring nicht anhabe? Kommt da gleich ein Geist zu der Seite. Du hast den Ring nicht an, du Schlampe. Batz. Schubst er mich runter. Wo sind denn hier die ganzen Hinweise? Ich dachte, ich spiele online. Was ist denn mit den Hinweisen passiert? Stimmt. Ich habe schon ewig keine Hinweise mehr bekommen. Gibt es noch Hinweise in diesem Spiel? Okay. Ich sehe. Wir müssen jetzt Ring anziehen und runterspringen. Das heißt, wir werden jetzt scheiße langsam sein. Cool. Ich muss mich, glaube ich, anpassen. Gucken wir mal. Ja. Vor allem, ich kann ja auch den anderen Scheiß nicht ausziehen. Ich muss jetzt unter 40 Gewicht kommen. Das heißt, wir ziehen unsere alten Sachen an. Oder was? Ist das, was das Spiel von mir will? 9,2. 3,7. 9,2. 6,9. Wie viel Gewicht habe ich jetzt? 44. Ah, das reicht nicht aus. Das reicht nicht aus, Freunde. Da muss noch ein bisschen was passieren. Schade eigentlich. Ah, ja, gut, dann. Reicht das schon, wenn ich die mache? Nein. Ja, jetzt wird ein Schuh raus. Okay, wir sehen zwar scheiße aus. Oh mein Gott, sehen wir scheiße aus. Mit der Rüstung, mit dem Umhang, der irgendwie nicht mehr richtig passt. Keine Ahnung. So, Ring habe ich angezogen, oder? Ich weiß es nicht. Ich liebe. Okay. Bosskampf. Ich sehe gar nichts. Vier Könige. Attacke! Oh. Der ist anscheinend größer, als ich dachte. Au! Oh, okay. Und stärker, als ich dachte. Ich treffe den nicht! Nicht töten. Wie viel Leben hast denn du? Oh Gott, ich sehe schon. Oh nein. Oh nein, das sind mehrere Könige, ne? Okay. Ich sehe schon. Also ich muss sagen, der Weg hierher ist echt scheiße. Muss halt ziemlich lange laufen. Und was ich gerade bemerkt habe beim Boss, erstens, er ist verdammt groß. Und zweitens, wenig Leben, jedenfalls einzeln. Es kommen mehrere. Weiß nicht, ob das so gut ist, dann so zu kämpfen, aber vielleicht komme ich an meine Leiche ran. Au. Au. Jetzt hör auf mit dem Scheiß. Ich kann dich nicht verschlagen. Genau, ich habe das Gefühl, dass ich ihn komplett wegtanken muss, ey. Ich roll sogar. Ich roll doch. Jetzt stirb. Scheiß Klon.
Was ist der nächste? Na. Verwirrung pur. Ich muss den wegtanken, ey. Ich hab das Gefühl, sonst kommt mal auf einmal. Oh, Herzpochen, Herzpochen. Oh Gott, ich mag das nicht, wenn man der zu pocht. Da bin ich so aufgeregt. Puh. Wo ist denn der nächste Boss? Ich höre ihn doch. Komm her! Braves Mädchen. Okay, triff mich einfach. Ist okay. Perfekt. Okay, zweimal getroffen. Ich habe ihn nicht getroffen. Fuck. Okay. Nice. Oh, Herzklopfen, Herzklopfen, Herzklopfen. Komm schon, letzter König. Das war die 3, ne? Komm schon. Komm schon. Wo bist du? Da bist du. Komm her, du Dödel. Oh. Okay, ich habe ihn nochmal getroffen. Okay, um ihn rumlaufen. Was? Okay. Oh, geschafft. Fürstenseelenscherbe. Ein Bonfire. Ich bin so glücklich. Ich habe übrigens die Feuerhüterseele abgegeben. So, erstmal aufsteigen. Kondition 30. So, bringt mir Beweglichkeit ein bisschen was? Das bringt mir mehr. Nicht alles gleich. Ich weiß nicht, wo ich jetzt noch die Punkte rein investieren soll. Resistenz, was bringt mir Resistenz? Steigert Abwehr und Giftresistenz. Ja, pack mich. Bisschen was in Resistenz rein. Wie, konnte nur zwei Level. Ist ja richtig böse. So. Hier gibt's sonst keinen anderen Weg lang, ne? Na gut. Dann teleportieren wir uns jetzt nach... Altar des Grabfürsten, was ist das? Und ich glaube, damit haben wir alle, ne? Vier Stöcke haben wir gemacht. Glaube ich. Eins. Zwei, drei. Ich zähle nur drei. Das hier war eins. Der Drache war 2. Die Fürsten waren 3. Habe ich noch jemanden umgenietet? Fehlt mir noch einer? Drache vielleicht? Warte mal, wir gehen mal zur Schlange und der bringt mich dann wieder runter. Ich weiß jetzt nämlich nicht, wie der Ort da unten heißt. Wie viele habe ich jetzt umgebracht? Halt, ich kann das doch hier sehen. Ich hätte schwören können, wir haben jetzt 4 umgebracht. So. Fürstenseelen. Nö, konnte ich nicht sehen. Haben wir noch mehr Fürsten umgebracht oder nur wirklich nur 3? Aber ich meine, es gibt ja noch das Drachengebiet, also. So ganz am Ende sind wir, glaube ich, noch nicht. Hey, Mr. Magic Man.
Was sagst du denn? I am pleased to see you well. Is it something urgent? Oh, man kann hier ihn mit Sachen füttern und Gegenstände verkaufen. Okay. Very well. Then stay still for a moment. Ich schwören kann, wir haben jetzt 4 umgebracht. Wir waren in der Bibliothek. Wir waren bei den Skeletten. Wir waren im Wasser. Ich zähle die ganze Zeit nur 3. Haben wir es jetzt oder haben wir es nicht? Wer war denn der 4? Wenn ich das jetzt habe. Wenn gleich die Tür aufgeht. Wir haben sie alle 4. Das waren doch 4, oder? Oder täusche ich mich? Oder bin ich jetzt verwirrt wegen den 4 Königen? Ah, ich weiß es nicht. Aber jetzt geht es anscheinend zum Bosskampf, Freunde. Bosskampf. So lange überlegen wir mal. Was fehlt mir? Oder an welchen habe ich jetzt gerade nicht gedacht? Mir fällt es nicht ein. Mir fällt es einfach nicht ein. Probe des Kanalisierers 53. Okay. Silberritter 52. Schwarzeisenrüstung. So, Schwarzeisen, Gamaschen. Okay, ich würde sagen, dann verwende ich hier nochmal kurz meine Seelen. So, und kann wahrscheinlich dann nochmal aufsteigen. Resistenz, so. Okay, dann direkt in den Bossfight, ne? 20 Estus Flakos? Nehme ich. Oh, ich dachte, das wäre eine Tür. Oh. Anscheinend müssen wir doch noch durch ein Gebiet durch. Da geht man jetzt durch und dann ist da der Bosskampf. Oh. Ofen der ersten Flamme. Oh Gott, ich sehe schon Ritter vor mir. Oh nein. Oh nein. Oh nein, nein, nein. Was bist du denn? Okay. Waren das mal Bäume oder so? Ach, da ist die gleichen Moves drauf wie deine. Ah. So, auch von hinten geht er trotzdem, ne? Grauer Brocken. Spawnen die nie wieder? Das wäre echt schön, weil ich bezweifle, dass ich den Boss jetzt beim ersten Mal schlage. Au. Das tut weh, Dude. Aber das tut auch weh. Bist du jetzt tot? Nein. Roter Brocken. Schon ein bisschen trostlos hier, ne? Muss man schon sagen. Wie weit muss man denn laufen bis zum Boss? Und den Weg muss ich immer einschlagen. Oh nein. Du willst hier mit mir kämpfen. Und ein grauer Brocken. Oh, Loot. Schwarzritter-Sachen.
Helm vom Schwarzen Ritter 5, 21. Okay. Schwarzeisenrüstung 68, 15. Wieso ist meine Rüstung besser? Okay, wieso nicht? Seltsames Spiel. So. Sieht's aus, als würden wir der Sache näher kommen. Wenn ich so die Wege überall noch ansehe. Und ich wette, ich kriege kein Bonfire mehr. Hallo, Mr. Axtman. Natürlich hat es nicht funktioniert. Schwarzritter Großaxt. Oh, das hört sich richtig gut an. Kommt man wahrscheinlich nur hier, ne? Das ist bestimmt die beste Waffe, die es gibt. Ich habe nämlich noch keinen Schwarzritter damit gesehen, glaube ich. Sieht auf jeden Fall gut aus. B. Ja, noch nicht ganz aufgerüstet. Hello, Dude. Komm mal hier. Au. Ich habe auch die Hillebarde. Nur benutze ich sie gerade nicht. Aber ich könnte, wenn ich wollte. Oh, noch eine bekommen. Oh oh. Bitte sag mir, dass hier ein Bonfire ist. Ah, hier versteckt. In diesem Felsen. Nein, jetzt wäre ich runtergefallen. Das wäre lustig. Okay. Ganz cool bleiben. Aschefürst gewinnen. Hallo? Oh, Noah, wow, Freundchen, was machst du da? Er macht nichts. Okay. Seltsame Moves. Oh. Oh nein. Nein, 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 nein. Ich will mich kurz heilen, ich weiß nicht, wo ich bin. Kannst du bitte diesen Arm-Move machen, wo du mich versuchst zu greifen? Danke. Oh nein. Nein. Mach den Arm-Move. Nein, jetzt doch nicht. Nein, nicht so. Auf die Hälfte haben wir ihn schon mal. Kann ich dich nicht backstabben? Mach den verdammten Arm-Move. Au. Au. Oh nein, oh Gott. Danke. Oh, er hat mich die getroffen. Verdammt. Oh, das tut weh. Lass den Scheiß! Oh, fuck. Danke dafür. Ja. Okay, jetzt kriegst du auch Small Kleiner. Oh, wird das ein First Try? Egal, es hat sich gelohnt. Ah. Kannst du damit aufhören? Scheiße. Nein!
Oh, ich hing fest. Oh, das war echt knapp. Ich bin begeistert. So, ich habe mir jetzt mal ein paar Tipps durchgelesen. Und anscheinend kann man den easy parieren. Gucken wir mal. Okay. Und durch nicht so einfach. Au. Au, okay. Okay. Oh, nein, ist okay. Nein, töte mich doch einfach gleich sofort. Na. Okay, ich habe ihn pariert. Aha. Und der Fokus verschwindet. Oh Gott, ich wollte was trinken. Oh. Ich muss diesen Anfangsschlag parieren. Oh. Oh, ich habe vergessen, wie man pariert. Geil. Wieso war die erste Runde so gut? Ist er da besonders schwach? Ah! Ich kann so oft nicht rollen! Okay, da hat's funktioniert. Okay, da hat's auch funktioniert. Nein, nicht den Move. Oh. Kannst doch alles machen, nur nicht den Move. Oh. Okay. Okay. Parieren for the win. Oh. Geil. Dritter Versuch war das, glaube ich, ne? Oh. Oh. Da kommt die Katze sogar raus und beglückwünscht mich, ne? Nachdem du an 50 Türen gesprungen bist, weil du Aufmerksamkeit möchtest. Arschlochkatze. Aber siehst du das, Katze? Siehst du das? Das mache ich mit dir. Ich pariere dich einfach, indem ich dich ignoriere. Ich hab's geschafft. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo es zu den DLCs geht. Wenn ihr das wisst, könnt ihr es gerne reinschreiben. Ansonsten war's das für heute und für das Spiel. Und ja, ich bin glücklich. Das Spiel ist verdammt laut, warte einen Moment. So, ein bisschen leiser machen, damit ich auch da ein bisschen reinquatschen kann. So. Ich muss sagen, wirklich, das war echt schwer, also. Ich hatte da schon meine Momente, wo ich verzweifelt bin. Ich als Hardcore-Gamer, der ich ja eigentlich bin. Hat Spaß gemacht. Hat wirklich Spaß gemacht. Also, wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt, Leute, auch wenn es euch schwer erscheint, es lohnt sich doch. Es lohnt sich doch, ja. Muss ich schon sagen. Ich muss sagen, Bossfight war auch schwer, muss ich sagen. Ja, also ich will jetzt nicht behaupten, dass der easy einfach war, weil es beim dritten Versuch schon funktioniert hat. Ich musste mir selber halt Tipps durchlesen. Ich wollte es halt einfach nicht so versuchen, weil ich hatte schon das Gefühl, das wird nicht einfach, wenn ich versuche, den so zu schlagen. Und dann kam der Tipp halt mit dem Parieren. Und ich dachte, ja, wieso nicht? Versuch's das einfach mal. Und ihr seht, parieren funktioniert schon mal sehr gut.
Warum ich mir den Tipp jetzt angeguckt habe, ist, ich muss gleich zur Arbeit und damit die Folge noch kommen kann, musste ich halt etwas unternehmen, um mich zu schlagen. Auch wenn es nahezu an Cheaten grenzt, sich da Tipps zu holen. Man ist nicht gleich ein schlechter Spieler, wenn man sich Tipps holt. Man kann sich ruhig mal Tipps holen. Und ich habe es in diesem Falle getan und habe ihn dann daraufhin auch schon besiegt. Ja, ich muss sagen, ich bedauere es ein bisschen, dass ich das getan habe, aber ich wäre sowieso irgendwann, wäre ich auf diesen einen Knips-Moment gekommen, wo ich gedacht hätte, ey, versuche ihn doch mal zu parieren. Ich denke mal, da wird jeder drauf kommen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Mir hat es wirklich sehr gefallen. Und was als nächstes gewählt wird, das entscheidet wieder ihr. So, das heißt, morgen kommt ein neues Video, wo ich euch wieder frage, was für Spiele ich als nächstes spielen soll. Dark Souls 2 geht noch nicht, das geht erst ab der nächsten Abstimmung. Dann machen wir immer eine Pause, damit es halt variiert mit den Spielen. Und wenn ihr Dark Souls 2 halt wirklich noch sehen wollt bei mir, ich hab's halt auf Steam, weil ich hab's halt noch nicht wirklich durch, dann könnt ihr mir das gerne schreiben beim nächsten Mal aber erst. Ich bin gespannt, was jetzt kommen wird, ob es wieder ein Survival-Game wird oder ein Spiel, was ich wie Dark Souls jetzt hier durchspiele. Das kommt auf euch drauf an. Also ich gebe euch hier nochmal eine kleine Warnung. Ich nehme natürlich nur Spiele, die ich auch selber spielen würde. Wenn ihr mir da jetzt irgendwie ein, keine Ahnung, was gibt's denn so Schönes, Teletubby, Massaker, PvP, MOBA geben wollt, dann würde ich das wahrscheinlich eher weniger spielen. Aber schreibt einfach eure Spiele rein morgen und dann gucken wir mal. Und ich würde sagen, wir genießen jetzt noch einmal die letzten Minuten hier. Ich kann mich immer noch nicht entscheiden, wer der, erinnern, wer der vierte war. Wir hatten Nito. Wir hatten den blinden Drachen. Wir hatten die vier Könige. Ah, wer war denn da noch? Wer hat mir denn da noch eine Fürstenseele gegeben? Klar, unten. Ah, das kleine Viech. Stimmt. Ah, in der Hölle. Wir waren in der Hölle. Das Ding war so nervig, ich hab's schon aus meinem Gedächtnis verdrängt. Ah. Ja, mal gucken. Also über ein Dark Souls 2 Projekt würde ich mich freuen. Es hat mir schon Spaß gemacht, gegen die ganzen Bosse zu kämpfen. Und jetzt geht's anscheinend ins New Game Plus. Ja, wir sind jetzt wieder am Anfang. Und haben unseren Loot noch. Das finde ich ganz cool. Hackerschlüssel. Komm, zum Schluss besiegen wir nochmal den Boss da oben. Aber auf Anhieb. So. Weg mit dir. Weg mit dir. So, schmetzeln wir uns mal richtig durch hier. Also ich denke mal, jetzt kann man quasi neue Waffen ausprobieren. Also die Waffen, die man gefunden hat im zweiten Run. Vielleicht werde ich das jetzt noch ein bisschen spielen. Einfach nur, um mal neue Waffen zu testen. Aber ich habe mir auch schon überlegt, das Ganze für die Switch zu holen, um unterwegs halt zu spielen, weil ich bin ja halt auch zur Arbeit unterwegs und auf dem Rückweg und der ist langweilig. Naja. Ein Bonfeuer. Oh, ich kann doch nicht aufsteigen. Ist ja fies. So, und wie gesagt, wenn ich noch in die DLC soll, dann müsst ihr mir einfach Bescheid sagen, dann werde ich einfach um 18 Uhr die Videos raushauen und dann werden wir da noch ein bisschen DLC-Action machen. Yay, Bro! Yeah! Meinst du, bist hier der Hammer mit deinem Hammer, ne? Ist aber nicht so. Guckt ihn euch an, Mr. Mopsy ist persönlich. Meint, er ist dick. Zeig dir was Dickes! Mein Schwert. Dämonenhammer! Ah! Oh, wenn man ihn als allererstes besiegt, kriegt man einen Dämonenhammer. Lol. Weg hier. Ja, ich bin weggelaufen. Ich hatte schrecklich viel Angst. Verschlossen. Muss ich den Scheiß jetzt trotzdem durchlaufen? Naja. Gut, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im morgigen Ankündigungsvideo, dass ein neues Projekt ansteht. Und dann wählt ihr fröhlich. Wie gesagt, schreibt hier in die Kommentare, ob ich hier noch in Dark Souls was...
kann, er geht ja gar nicht. Ihr könnt gar nicht schreiben, dass ich noch was machen soll. Wir sind ja schon in New Game Plus. Oh. 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 Stimmt. Oh. Okay, dann, ja, keine Ahnung. Also ich werde jetzt nicht innerhalb von 2 Tagen das ganze Spiel nochmal durchspielen, um die DLCs zu machen. Aber wenn ich noch was machen soll, schreibt es mir ruhig in die Kommentare. Vielleicht werde ich hier halt noch im New Game Plus ein bisschen rumlaufen und dann später Videos noch machen im New Game Plus. Mal gucken. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Wir sehen uns. Haut rein. Tschüss.